120 Entwicklungen und knapp 120.000 Erfahrungspunkte. In 30 Minuten mit nur einem Glücksei. Beim letzten Mal gingen sich 90 Entwicklungen aus, da habe ich aber auch Pokestops gedreht und jetzt dachte ich mir, setze ich die Messlatte noch ein bisschen höher? Ja, es ist möglich, 120. Damit geht's weiter aus der Welt von Pokémon Go. Ich will aber gleich dazu sagen, das kann man nur bewerkstelligen, wenn man ein halbwegs schnelles Smartphone hat. Ich besitze das iPhone 6s. Außerdem werde ich heute dann noch ein Turtok machen. Also ich finde es immer so seltsam, sagt man ein Turtok entwickeln, weil eigentlich entwickle ich ja Shigi zu Shilock, dann entwickle ich Shilock zu Turtok und habe ich dann ein Turtok entwickelt? Kann man das so sagen? Das hört sich immer seltsam an, wenn ich irgendwo lese, keine Ahnung, Glurak entwickelt oder Akani entwickelt. Weil wenn man Akani entwickelt, dann müsste ja Megakani rauskommen. Also, genau. Ich entwickle auf jeden Fall ein Shilock zu einem Turtok. Außerdem finde ich es irgendwie nicht in Ordnung. Ich habe da schon Hummeln unter dem Hintern, kann man sagen. Das Update ist noch immer nicht da. Ich weiß, es gibt für Android-User das APK-File, welches man sich runterladen kann, aber erstens, ich bin iOS-User und zweitens, das gibt's ja wohl nicht. Ich meine, Pokémon Go ist ein kompetitives MMO und da gibt's die Arena und so weiter und so fort. Ich find's ehrlich gesagt nicht in Ordnung, dass manche Länder schon weitaus früher immer die ganzen Updates spielen dürfen und andere erst später bzw. gar nicht drankommen. Ich meine, in Indien gibt's Pokémon Go noch gar nicht. Ja, das muss man nur mal vergleichen. Vor wenigen Tagen ging ja das große Add-on im MMORPG World of Warcraft an den Start. Und da kann jeder zur selben Minute loslegen und leveln, weil je höher man im Level aufsteigt und so weiter, ist natürlich ein riesiger Vorteil. Da muss man sich mal vorstellen, was da los wäre, wenn die sagen, okay, Deutschland darf heute beginnen, Österreich in einer Woche. Bei den Österreichern sind ja Verschiebungen an der Tagesordnung. Oh, der war böse. Ich bin selbst Österreicher, ich darf das sagen. Und die Schweiz fängt dann 3 Wochen später an. Ja, und San Francisco, die dürfen schon 2014 beginnen. Warum ist das so kompliziert? Vor allem Vetano hat sich ja das APK-File runtergeladen und da habe ich gesehen, es ist schon alles auf Deutsch übersetzt und so. Warum können die nicht global dieses Update einfach ausrollen sozusagen? Denn ich denke nicht, dass es am Google Play Store bzw. am Apple App Store liegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss bei Niantic irgendwas los sein, dass die das so zögerlich raushauen. Vor allem, wenn man auf Facebook schon vor knapp einer Woche sagt, das Update kommt jetzt mit den detaillierten Patch Notes und dann kommt es einfach nicht, dann sollen sie es erst gar nicht ankündigen oder einfach sagen, ja, in Zukunft wird irgendwann dieses Update kommen und nicht, ja, es kommt jetzt. Und dann kommt's nicht. Egal, wie auch immer. Gestern wieder 15 Kilometer zurückgelegt, ohne Buddy. Ist irgendwie schade. Ich möchte schon Dratini oder so hochziehen oder Fukano ein paar Bonbons sammeln. Wie auch immer. Also, dieser Trick, man hat's jetzt schon gesehen. Man klickt ein Pokémon an, entwickeln, App schließen. App öffnen, Pokémon entwickeln, App schließen. Man kann sofort, man sieht nämlich, wenn man entwickeln klickt, werden die Bonbons abgezogen. Und da muss nicht mal die Entwicklung noch begonnen haben. Man kann sofort die App schließen und neu öffnen. Ich bin dann von etwa 78.000 Erfahrungspunkten zu 190.000, hast du nicht gesehen, Erfahrungspunkten gelangt, also knapp 120.000. Und ich hatte auch so etwa 120 Entwicklungen. Zwischendurch ist mal ein Fehler passiert, da habe ich hier länger nach einem Pokémon gesucht, das falsche Pokémon angeklickt und so. Das kostet dann natürlich Zeit, aber ich sag mal, wer ein noch schnelleres Smartphone besitzt, jetzt in Zukunft eventuell das iPhone 7. Ich meine, wer weiß, hoffentlich lassen sie zumindest das Display dran. Die sind ja bekannt dafür, dass die irgendwie alles entfernen. Aber solange das Display dran bleibt, kann man noch Pokémon Go zocken. Und wenn das Handy wirklich schneller ist und so eine Entwicklung anstelle von 15 Sekunden dann 10 Sekunden dauert, dann dürften rein rechnerisch sogar 180, habe ich mich verrechnet, 180 Entwicklungen oder so möglich sein. Das mit einem Glücksei, das ist schon sehr, sehr, sehr sparsam. Woher habe ich denn die ganzen Taubsies und Radfratz und so? Ich meine, ich hatte knapp 1000 Radfratz-Bonbons. Ja, ich habe es schon oft gesagt, ich sag's nochmal. Einmal pro Stunde kenne ich eine Route, die dauert 5 Minuten, 4 Minuten. Und da bekomme ich 7 bis 8 Pokémon. Und das sind eben meistens Taubsies, Radfratz, dann, wie man bestimmt weiß, wenn man meine Videos schaut,
Einmal pro Stunde spawnt auch ein Pokémon bei mir zu Hause und das rechnet sich einfach. In Summe bekomme ich so alle paar Wochen mal so eine fette Entwicklungskette mit Glücksei hin. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, switche ich live rüber und hole mir endlich Turtok. Naja, endlich Turtok, ich besitze schon eines, aber endlich mal ein starkes, möchte ich hoffen. Also, hier bin ich jetzt live und in HD. Diese ganzen Shiggies, die mehr als 80% IV haben, die stammen aus einem Ei, denn es gibt leider einen Bug, habe ich schon mal erwähnt, der es sozusagen unmöglich macht, dass man starke Pokémon mit einem geringen Pokédex-Eintrag, also mit einer geringen Nummer, dass man starke in der Wildnis finden kann. Shiggy 93, mein aktuell bestes Shiggy. Dieses werde ich zu einem Shilluk machen und danach zu Turtok. Turtok habe ich irgendwann mal direkt gefangen mit 1165, aber Aquaknarre Eisstrahl. Ich hätte gerne Aquaknarre Hydropumpe. Dann bekomme ich nochmal Bonusschaden und so. Steps, same type, Attacker Bonus und so weiter und so fort. Und nochmal ein starkes Wasser-Pokémon. Die ganzen Elektro-Pokémon sind sowieso schwach. Das heißt, dagegen kommt man im Normalfall gar nicht so gut an. Dann noch ganz kurz, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe nach Nummer sortiert. Okay. Man kann sich ja immer sein stärkstes, wenn man schon so viel entwickelt, oh Mann, sein stärkstes Radikal zum Beispiel aufheben. Mit den richtigen Attacken hier normal Boden, normal Unlicht und irgendeines habe ich favorisiert. Genau, dieses Radikal hier, 949. Mit Ruckzuckhieb und Hyperstrahl ist sehr fein und ja, damit kann man eventuell die Arena trainieren, wenn da ein 1800er Pokémon oder so drin ist. Und dieses eine werde ich mir hier aufheben. Ja, und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, auf los geht's los. Bin schon sehr gespannt, das ist jetzt neben Pikachu, wenn man Pikachu zu den Startern dazu zählen kann. Mein zweiter Starter in der finalen Form. Er freut sich schon und ich würde mal sagen, ich starte. Möchtest du Shiggy 93 entwickeln? Aber natürlich möchte ich das. Der heißt Shiggy 93, weil alle anderen Variationen von X Shiggy und XX Shiggy HD und so schon vergeben waren. Nicht. 93 sind die Prozente. Und das ist schon sehr gut. Also, vollkommen egal, welche Attacken da jetzt rauskommen, denn davon wird Turtok nicht beeinflusst. Shilluk sieht so aus, als wäre er irgendwie stark, ist er aber gar nicht. 894, trotzdem mal ansehen. Biss und Eisstrahl. Das wäre ein Schuss in den Ofen, also bei Turtok hoffentlich, ja. Okay, und ich würde mal sagen, ich entwickle Shilluk jetzt. Gar nicht lange fackeln. Möchtest du Shiggy 93 entwickeln? Jawohl. Der wird richtig groß, also der Unterschied von Shilluk zu Turtok ist ein gewaltiger. Da ist er mit seinen Kanonen 1439. Die Wettkampfpunkte sind... Ach du meine Güte. Ja, okay. Weg damit. Warum? Ich habe doch... Ach so, hier habe ich sogar Aquaknarre und Eisstrahl und hier Biss und Eisstrahl. Ach Mann. Mega unnötig. Mega, mega unnötig. Turtok. Noob-Tok oder Turtnoob. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Ach, das ist zu ärgerlich. Da muss man so lange sammeln und dann noch hoffen, dass die Attacken gut sind. Und oft sind sie dann leider richtig mies. Na, zum Glück habe ich hier noch einen 91er Shiggy. Aber das dauert, bis ich da erstmal wieder... Genau. Bisaflor könnte ich schon machen, aber da habe ich leider das hier mein Bestes. Also zweimal Bisasam würde ich dann wegschicken. Bewertung ist wirklich stark, das heißt 80% oder schlechter. Und irgendwie will ich da noch warten. So in der Wildnis gefangene 600er und so, die habe ich schon weggeschickt, wenn die zu schwach sind. Ach Mann, Turtok, ich bin enttäuscht von dir. Aus Frust muss ich jetzt noch ein 93er IV-Pokémon entwickeln, nämlich Sterndu. Habe ich vorhin schon eingeblendet im Gameplay. Und zwar habe ich 5 Kilometer Eier zeitgleich geöffnet und die Animation wurde verschluckt. Das heißt, kein Video davon. Schade, muss ich nochmal ausbrüten gehen. Aber macht nichts. Da waren eben 3 Sterndu dabei und eines davon mit 93%. Fand ich nicht so schlecht. Stami hier, Wasser Psycho dürfte das sein. Komm schon, mach hinne. Wasser Psycho, genau. Aquaknarre und Juwelenkraft Gestein. Naja, davon bin ich nicht so überzeugt.
von Juwelenkraft, aber egal. 1237 ist sogar mein stärkstes entwickeltes. Dieses Stami habe ich gefangen, das heißt, es hat keine guten IV, kann sich noch verbessern. Normal und Hydropumpe, ja, aber Hydropumpe kann man sich vielleicht mal aufheben. Rettern war auch im Ei dabei. Dann würde ich mal sagen, rettern nicht die Folge und entwickle rettern mal. So, was mache ich denn? Entwickeln hier. Genau. Ja. Hoffentlich kommt da was mit Gift raus, obwohl, ach GPS, Gift ist nicht mal so stark in der ersten Generation. Es sei denn, man kämpft gegen Tangela, würde ich behaupten. Arbok. Sehr schön. Und was hast du? Mach's nicht so spannend. Unlicht. Okay, WP 1000. Punkt genau. Das ist mal eine schöne Landung. Hier habe ich einen 93er Arbok, allerdings mit 850 Wettkampfpunkten. Unlicht, Gift. Wo ist denn mein... Moment. Tentoxa hatte ich neulich mit zweimal Gift. Ja, egal. Das sind meine Eier. Ich habe endlich ein 10-Kilometer-Ei wiederbekommen. Nach weiteren 9 Eiern ohne 10er-Ei. Ja, das heißt, ich hoffe, da ist mal was Interessanteres drin. Das wird es dann im nächsten Eye-Opening-Video geben. Dann noch hier, meine Übersicht, leider ohne Buddy. Ich finde es so schade, wie auch immer. Und ich bin bereits bei 66% meiner Erfahrungspunkte. Das ist immer sehr schön. Nach dem Level-Up die ganzen Entwicklungen durchführen, dann ist man nicht so deprimiert, wenn man die Erfahrungspunkte-Leiste sieht. 517 Entwicklungen jetzt bei Forscher. Und ansonsten würde ich mal sagen, war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Hoffentlich dann mit Buddy.